Herr Pawlowski, den Wingster Weihnachtsweg gibt es in diesem Jahr das zweite Mal. Was ist denn das Besondere diesmal? Ja, das Besondere ist, dass wir noch mehr Dekoartikel gespendet bekommen haben und dadurch den Weg deutlich verlängern konnten. Petra Ernst, die sich in besonderem Maße dort engagiert, das alles zu koordinieren und zu schmücken, die hat den Weg entsprechend länger ausgestattet. Rund einen Kilometer ist er diesmal weit geworden und hat Zwischenstationen auch an der Konzertmuschel im Kurpark unter anderem. Und gibt es diesmal auch wieder was zu gewinnen? Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Auf der Strecke befindet sich eine Botschaft. Wer diese komplett hat und auf einen Zettel schreibt und bis zum 24. Dezember abgibt am Zoo, nimmt an der Verlosung von 5 Familientageskarten teil. Und warum sollte man auf keinen Fall den Wingster Weihnachtsweg in diesem Jahr versäumen? Ja, unter anderem, um an diesem Preisausschreiben dann teilzunehmen und es zu genießen, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Wald und Weihnachten passen ganz einfach zusammen und die vielen kleinen Accessoires, die erst manchmal auch auf den zweiten Blick zu erhaschen sind, die machen das Ganze zum Erlebnis. Engel, den sieht man auf den ersten Blick gar nicht. Aber solche liebevollen Details, die entdeckt man teilweise erst im zweiten Moment. Und das macht auch das Besondere aus.